Nächstes Video. Wir verkaufen verschimmelte Handyhülle für 133.000 Euro. Bibi, was ist da los? Wollen wir es uns angucken? Nein, wollen wir nicht. Tun wir es trotzdem? Ja, tun wir es. Warum? Es war Platz 1 auf dem Trend. Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Bibi, ich freue mich, dass ihr hat Julian ein Face-Tat? Hat er eine Träne tätowiert? Geschaltet habt. Also, Julian hat einen umgebracht. Der ist ein Mörder. Der hat ein Face-Tat. Ich erzähle euch jetzt mal, was eben passiert ist. Eigentlich hatte ich ein ganz anderes Video geplant. Okay. Auf jeden Fall brauchte ich ein altes Handy. Okay. Ja, die Story finde ich. Aber was für eine. Es könnte einen Wert von einem Goldbarren haben, was du gerade in der Hand hast. Ist auf jeden Fall goldener Schimmel auch dabei. Hast du schon mal goldenen Schimmel gesehen? Das ist denn goldener Schimmel, das ist doch so... Die Bibi hat das eben auf ihre Story gepostet. Glitzer, oder? In ihrer Story gepostet. Und haben so viele Leute ihr geschrieben, ich dachte, jetzt kommt gleich ein Rabattcode, ich will die Hülle... Warum hat Julian ein Face-Tat? Der hat einfach einen getötet, das ist eine Träne. Dann kann man die abkaufen und dann... Julian, was ist geschehen? Was ist geschehen? Dann kam der Knackpunkt. Dann haben so Leute geschrieben, ja, das würde ich gerne für meine Kunstausstellung als Motiv der Vergänglichkeit kaufen. Oh, okay, krass. Dann haben so Sammler geschrieben und Leute, die das haben möchten und schön finden. Und wir dachten uns jetzt, wir verkaufen das Ding jetzt. Wenn ihr das alles haben wollt. Da wird erstmal Profit gemacht. So ein Ding. Aber für einen guten Zweck. Ah, okay, falsch. Die Träne müsste gefüllt sein. So hat er bloß jemanden sterben sehen. Ah, Julian, trotzdem. Um das in eBay reinstellen zu können, müssen wir jetzt richtig krasse Fotos machen. Wir brauchen Fotos, die überzeugen. Allerdings. Was? Okay. Digga, das ist einfach vergammelt. Wie kann eine Handyhülle schimmeln? Ich finde, das sieht schon ziemlich geil aus. Reicht auch, oder? Nein! Digga, wenn bei mir was schimmelt, ich hab Schimmel an der Wand, Alter, und ich kann die Wand nicht mal verkaufen. Wenn bei mir Schimmel ist, kriege ich Asthma. Und die machen daraus 133.000 Euro. Warum ist das Leben? Och Mann, Digga, warum ist das Leben so unfair? Ist auch am Start. Hallo. Was sagst du zu der Aktion? Ich find's mega lustig. Aber ich kann gar nicht einschätzen, für wie viel es verkauft wird oder ob überhaupt. So Leute, das Ding ist jetzt im Netz. Verschimmelte Handyhülle, das war's. Achso, wir haben hier unten noch reingeschrieben, der Erlös wird gespendet. Geil, okay, das ist nice. Achtung, aufgrund des Schimmels könnte der Artikel ihre Gesundheit gefährden. Besser ist es. Leute, ihr habt meine Story mit der verschimmelten Handyhülle gesehen. Ich habe mir gedacht, 7,7 Millionen Follower. Leute, ich muss jetzt auch mal hier auf Instagram wieder nach vorne steppen. Ich brauche jetzt die 2,1 Millionen. Folgt mir einfach auf Instagram, liebe Mods. Schreibt jetzt mal 400.000 Mal meinen gottverdammten Instagram-Namen hier in den Chat. Das kann nicht sein. Also, wer mir auf Instagram nicht folgt, ich poste alle 2 Monate ein Foto und jeden Tag gibt es Story von Akani. What the fuck, das lohnt sich. Ich verkaufe die jetzt auf eBay und werde den Erlös davon spenden. Ich packe euch hier den Link zu dem eBay an. Revinstagram auf Instagram. Ich will auch 333.000 Euro machen, danke. Gut rein, swiped ab. Und kauft. Und ihr könnt doch Zweitkanäle und sowas erstellen und so. Also ihr könnt doch einfach neue Accounts erstellen, das ist cool. Bietet. Ja. Oh, wir haben Bieter. Nein. Ein Euro hat er gesagt. Ein Euro haben wir. Ein Euro, wie lange ist die Story online? 30 Sekunden. Ein Euro ist gut. Warte, wir noch einmal kurz aktualisieren. 3,50 Euro. 10 Euro, ja Mann, check, Bruder. Wir haben es gerade verdreifacht fast. Digga, das sieht aber Maniac aus, wie das Face. Was geht denn da? Das heißt, nach 3 Minuten sind wir schon bei 23 Euro. Wir sind schon bei 39 Euro. Alter. Boah, jetzt geht's. Wie krank bieten die das hoch, Digga? What the fuck? Meint ihr, wenn Monte eine bewichste Unterhose ins Netz stellt, das geht schneller weg? Euro geknackt! Von 60 Euro auf 101 Euro. Boah, ganz ehrlich, wenn ich damit Leuten was Gutes tun kann, verkaufe ich nur noch verschimmelte Produkte. Boah, wäre das schön, wenn das jetzt... Verschaufe ich nur noch verschimmelte Produkte. Chillig. Einfach Schimmel-Bilou. Bilou, man drückt drauf und dann ist Schimmel drin. Dass irgendwer kauft und das... melden. Man muss ja sagen, es ist für einen guten Zweck. Jetzt schlafen gehen und morgen dann schauen. Es liegt eine Frage vor. Oh, eine Frage. Ah, hier. Really? Ja, das war's. Fragezeichen. Wir haben uns aber jetzt entschieden, dass wir gerade wegen der aktuellen Jahreszeit, es ist kalt, ich weiß nicht, ob ihr den Kältebus kennt. Ich finde das eine sehr, sehr geile Sache. Die fahren in ganz vielen großen Städten in Deutschland rum. Geil. Das verlinken wir auch sehr gerne in der Infobox. Genau, also auch wir. Wenn ihr hier nicht mitbietet, könnt ihr selbstverständlich gerne euch da auch dran beteiligen. Dann können Obdachlose vom Kältebus quasi abgeholt werden und kriegen dann da was Warmes zu essen, zu trinken. Chillig, das finde ich gut. Das finde ich aber, wenn das mit dem guten Zweck durchgezogen wird, ist es doch cool. Klar ist es nice, ist funny Content so. Und der hat... Das ist eine Wolke, das sind mehrere Tränen, die hat mehrere Leute sterben sehen. Was hat Julienko verborgen? Aufwärmen oder eben
ja, die erste Hilfe, die sie eben brauchen. Man kann übrigens auch anrufen, wenn ihr Obdachlose seht, finde ich auch sehr, sehr gut. Falls ich da Hotlines finde, schreibt ja, euch die auch gerne. Gerade wenn es jetzt immer kälter gefühlt noch wird, ne? Ja, und wenn die Leute sich vielleicht auch selbst nicht mehr helfen. Aber ihr wollt es aufsplitten, ne? Genau, das ist die eine Hälfte und die andere Hälfte. Mach schnell, bevor das Angebot gelöscht ist. Geht an Straßenkinder e.V., die haben wir auch schon öfter unterstützt. Geil. Eine ganz tolle Organisation, auch für Kinder, Jugend. Okay. 2, 1, 2. Was? 20.150 Euro? 20.000? Steht da 20.000 Euro? Bro. Das kann nicht sein. Das ist doch krank. Digga. Ist das Verarsche? Aber das sind 99 Gebote, als ob das alle Verarsche. Alle. Okay, also wenn das wirklich Leute sind, die sagen, ey, ich gönne. Oh Gott, können wir das bitte behutsam behandeln, das Ding? Ich bin gerade voll geschockt. 100.000, ja. Okay. Ja, Digga, was? 100.000 Euro. Haben wahrscheinlich sich 5 Leute gedacht, oh, ich gebe 3 Millionen Euro ein und die betteln sich jetzt hoch. Wie sieht das mit den eBay-Gebühren aus? Hey, schau mal, das sieht ja auch noch wirklich nach Kunst aus. Kunst wird ja echt manchmal so krass versteigern, ne? Aber doch nicht für 100.000. Raphael 25 hat noch 1% Hoffnung. Das Papamobil wurde, glaube ich, auch mal auf eBay versteigert. Vom Papst? Ja. Also es haben 100.000 Leute gesehen in deiner Story jetzt in 10 Minuten. Digga, sie hat 100.000 Views auf ihre Story in 10 Minuten. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Und es haben 36.000 Leute hochgeswiped. Also mehr als jeder Dritte schaut sich das an. Das ist krass. Crazy. Das ist schon sehr viel. Die teilen das alle in ihrer Story und sagen, oh, ich kack ab schon 100.000 Euro. Ich meine, es wird gespendet. Macht noch 24 krass. Stunden weiter so. Das ist doch ein Betteln. What the fuck? Teilweise, ne? Also, ich würde sagen, wir warten. Meinen die das ernst, die Leute? Oder so? Oder 5 Minuten? Oder 5 Minuten? Und das ist doch nicht real. Schauen wir uns das Ganze gleich nochmal zusammen mit euch an, oder? Mhm. Ich habe Angst. Ja, Bertie HD, danke schön für den Zap. Wir haben jetzt Spätabend. 20 nach 11. Das Angebot ist knapp 8 Stunden online. Es liegt aktuell bei 133.300 Euro. Ihr habt ja gesehen, wie schnell das vor allem krass. Am Anfang ging. Und irgendwann kam halt jetzt seit Stunden gar nichts mehr. Ja, wir glauben auf jeden Fall, dass das jetzt kein Zufall ist, sondern dass das halt irgendwie geblockt wurde von eBay oder wie auch immer. Was halt eigentlich total schade ist. 709, danke für deinen Zap. Ich wette, es gab wirklich ernsthafte Anfragen auch. Natürlich ist es lustig, jetzt so einen großen Betrag da zu sehen und es war voll aufregend, gerade eben wie die Zahl gestiegen ist. Ja, du musst 10% an eBay zahlen, das heißt 13.000 Euro halt. Würden, dann müssten wir erstmal 13.300 Euro Gebühr an eBay zahlen und wer weiß, ob die Person sich dann jemals nochmal meldet. Von daher, also wir haben uns jetzt dazu... Aber es ist doch verbindlich, wenn man bei eBay bietet oder nicht, Chat. Ist es nicht so? Ist es nicht so, dass man ein verbindliches Gebot abgibt, wie bei einer normalen Auktion? Oder lege ich da falsch? Jo, ja. Doch, ja. Nee, nein, man kann trollen. Okay, ist jetzt halt die Frage. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja, die meisten sagen aber ja. Gut, also 13.000 Euro ist jetzt für Bibi nicht viel, no front. Entschieden, dass wir versuchen, das rauszunehmen, den Artikel. Ich glaube, das müsste auf jeden Fall gehen. Ja. An alle, die da ernsthaft mitgeboten haben, vielen Dank. Es ist natürlich cool von euch gewesen. Leider ist es jetzt nicht dazu gekommen. Aber wir haben uns trotzdem dazu entschieden, die beiden Organisationen auch ein bisschen finanziell zu unterstützen. Ja. Und wir haben ja eben am Anfang schon nicht diesen Betrag, gesagt, aber... Vielleicht kommen wir ja trotzdem auf einen schönen vielleicht Betrag. Vielleicht alle zusammen, ja. Genau. Deswegen denkt dran, die Informationen dazu findet ihr in der Infobox. Was? Und schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Schaut unbedingt bei Julans letztem Video vorbei. Auch der Podcast, die neue Podcast-Folge ist gut. Natürlich online. Das ist natürlich schaut geil, dass sie jetzt hier, dass sie jetzt hier so Sachen gemacht haben. Ich will jetzt auch gar nicht Donation-Shaming oder so machen, aber ich würde es gern wissen. Ja, will ich wissen, was sie gespendet haben? Ich denke mal, sie werden ja nicht so dreist gewesen sein und einen unangemessenen Betrag gespendet haben, oder? Das ist verbindlich, du kannst aber von keinem holen, der es nicht hat. Ja, macht Sinn, ne? Klar, macht Sinn. Ist jetzt halt ein Content-Piece nur gewesen, ne? Also, ich finde, da hätten sie bei 5.000 den Deckel drauf machen sollen und versagen sollen, ich verdoppel. Es ist halt Bibis Beauty Palace, so ist es ja nicht, ne? Also... Irgendwie hat es einen unangenehmen Beigeschmack. Ich weiß nicht. Aber ich meine, der Titel stimmt halt auch nicht, weil sie haben es ja nicht verkauft. Naja.